Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, Urlaub. Ja, wie schaut's denn aus mit deinem Urlaub? Machst du den Urlaub, den du gerne möchtest, oder machst du Urlaub, den dein Partner möchte, den deine Kinder möchten, den deine Verwandten möchten, den deine, was weiß ich, was möchte? Was für eine Form von Urlaub machst du? Hast du dir darüber schon jemals richtig Gedanken gemacht? Oder machst du, so wie viele, bekommst eine Ehrennadel, wenn du schon 50 Jahre im gleichen Ort Urlaub gemacht hast? Das kann man natürlich auch machen, das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe mein Leben so aufgeteilt, dass ich viele, viele, viele kleine Urlaube mache, oft unterwegs bin. Was ich sehr, sehr liebe, ist Weiterbildungsurlaub. Das finde ich natürlich hammermäßig cool, zu lernen an einem anderen Ort, mich einfach doppelt zu inspirieren. Und was magst du? Magst du in die Berge gehen? Magst du ans Meer gehen? Magst du Sport machen? Magst du den ganzen Tag in der Sonne liegen? Das sind natürlich alles wichtige Aspekte, damit dein Urlaub zu dem wird, was du dir vorstellst. Ja? Damit es dir gut geht. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, Urlaub, das ist die schönste Zeit des Jahres. Boah, das halte ich für sehr bedenklich. Die Schweizer haben gerade mal 4 Wochen Urlaub, Amerikaner 2 Wochen, Deutsche 6 Wochen. Und was ist dann mit all den anderen Wochen? Also wenn ich die Amerikaner nehme, die haben 50 Wochen schlechte Wochen und 2 Wochen wundervolle Wochen. Das ist doch so ein Schwachsinn. Weißt du, was das Ideale ist, wenn du wirklich sagen kannst, hey, meine Arbeit, das ist mein Urlaub, das ist mein Hobby, ist mein Beruf. Das macht mir so viel Spaß, das macht mir so viel Freude, das tut mir so gut. Ich brauche gar keinen Urlaub. Dann würde ich sagen, hast du es gepackt, wenn du nur noch die Dinge machst, die dich inspirieren. Weil das ist viel, viel schöner, wenn du das ganze Jahr Urlaub hast, anstatt nur so ein paar Wochen, so nach dem Motto, ja, der Chef hat es mir genehmigt. Oder als Selbstständiger, wenn ich so meine Anfangszeit denke, oh, was war das so schrecklich, eine Woche Urlaub, hast du vorher eine Woche wie ein Wilder geschafft, 2 Wochen danach, um das aufzuholen. Und im Urlaub gab es manchmal auch noch Probleme und du hast da auch kein Geld verdient. Und darum ist es doch wichtig, dass du dir passive Einkommensquellen aufbaust, dass du auch im Urlaub, das heißt, wenn du nicht da bist bei der Arbeit, dass du da Geld verdienst. Das ist das Höchste, was es überhaupt nur gibt. In dieser Freiheit zu leben. Und das hat nichts mit Glück oder nicht Glück zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du heute eine richtige Entscheidung triffst. Du kannst heute die Entscheidung treffen, ja, ich will ab sofort nur noch 365 Tage im Jahr Urlaub haben. Und da machst du dir Gedanken, was ist dafür zu tun, was ist zu ändern. Ich weiß, der eine oder andere sagt, was für ein Schwachsinn, Urlaub ist Urlaub, schaffe ich, schaffe. Ist okay, kannst du gerne so leben, das ist kein Problem. Ich kenne viele Menschen, die das ganze Jahr im Urlaub sind. Du hast die freie Entscheidung. Wenn du es noch nicht kennst, gib dir doch einfach mal die Chance, bevor du es gleich ablehnst. Ja? Ich finde es einfach so schrecklich, dass viele Leute immer hingehen und die Dinge ablehnen, bevor sie es überhaupt getan haben. Gib dir einfach die Chance, lerne von Erfolgreichen. Du kannst Coachings buchen, du kannst Schulungen, Seminare buchen, Vorträge besuchen, Bücher lesen, Hörbücher hören. Du kannst zum Beispiel bei mir, bei YouTube, gib Ernst Kramri ein, kannst du 2.500 Erfolgsvideoclips anschauen. Du kannst auf www.erfolgszitate.de jede Menge Erfolgszitate dir anschauen. Alles Inspirationen, die es gibt. Du kannst auf www.kramerishop meine Bücher kaufen, Hörbücher dir anhören. Du kannst bei Facebook, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das schon gesagt habe, kannst du unter Facebook Ernst Kramer Erfolgstipps bekommst du jede Menge, jeden Tag kostenlose Tipps rund um das Thema Erfolg, oder du abonnierst den Erfolgsnewsletter unter www.kramri-newsletter.de. Mach einfach was, bau dir eine komplett neue Welt auf. Ich denke, das solltest du dir einfach wert sein, in ein anderes Leben einzuschreiten. Ich wünsche mir das sehr für dich, dass du die Power hast, dass du die Kraft hast und auch die Erkenntnis, es zu tun. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Ciao, bye bye, dein Ernst Kramerich.